Hallo und herzlich willkommen hier zu Die Sims 3 und pst, unser kleiner Amor hat heute Geburtstag. Voll toll, dann können wir das Kinderzimmer hier auch nochmal wieder ein bisschen ausgiebiger nutzen und jetzt ist irgendwas kaputt gegangen. Total toll, wer war's? Wer meldet sich hier freiwillig? So, die Kinder sind nicht da. Dann war's Carsten. Ja, Carsten hat den Geschirrspüler demoliert. Dann wird er den auch wieder in Ordnung bringen. So, Tessie lässt sich hier schmecken. Ach ja, ich bin davon überzeugt, dass das schon irgendwie wird. Ha, nach unseren tollen Hochzeitsvorbereitungen hier draußen. Mal gucken, wann wir denn es schaffen, die Hochzeit umzusetzen. Jetzt möchte ich aber erst einmal, dass unser kleiner, süßer Amor älter wird. Das fände ich nicht schlecht. Unsere gute Nora schläft hier erstmal. So, alle wollen jetzt irgendwie das Wassereis essen. Kann man ja auch nicht wirklich verübeln. Wir müssen auch mal Gartenarbeit tätigen, glaube ich. Geduscht haben wir gerade. Alles klar. Dann können wir hier nochmal kurz auf Toilette gehen, um auf Nummer sicher zu gehen. Vielleicht haben wir gerade eine Blasenverstimmung oder so. Keine Ahnung. Und wir können hier auch nochmal sauber machen, Futter nachfüllen und die ganze Wäsche wegräumen. Ja, Mila sortiert da immer noch Puzzleteile. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und hier können wir auch nochmal einen Stein sammeln. Ich habe jetzt erstmal irgendwie alles aufgetragen zu sammeln, was irgendwie ging. So, Carsten hat das hier gleich repariert. Dann kann er sich draußen auch nochmal ein bisschen um den Garten kümmern, während Nora noch schläft. Obwohl wir Nora um die Uhrzeit auch schon fast aufstehen lassen können, ohne dass sie ausgeschlafen ist. Ja, könnten wir machen, aber wir haben sowieso keine Arbeit dort. Weiß nicht, müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Aber gut, so, wir wischen da mal ganz entspannt die Pfütze auf. Uns geht es soweit gut. Lilly geht es auch gut. Das ist schön, wenn es allen gut geht. ja, Mila kann dann auch mal hier in den Garten gerannt kommen, wenn sie soweit ist. Bill macht ja hier gleich noch die Wäsche. Wir haben Aurel Weirich kennengelernt. Okay. Ich lasse Nora jetzt einfach mal aufstehen. Carsten, alles in Ordnung bei dir? Sah jetzt nicht so vertrauenserweckend aus, aber geh ruhig mal den Garten pflegen. Wir haben eine Menge zu tun. So, Amanda und schon Luca sind noch ein bisschen was weg. Wir müssen immer noch dieses Schulbuch lesen, stimmt. Das können wir dann auf jeden Fall mal machen. Und wir müssen auch unsere Teenager-Liebe kennenlernen. Sonst irgendwie auch schade, wenn wir das gar nicht tun. So, Bill ist unterwegs und räumt hier alles ein. Ich bin total stolz. Gut, wir konnten die Puzzleteile alle sortieren. Total toll. Gut, wir können mal hier oben den Garten pflegen, Mila. Der ist nämlich auch ein bisschen vernachlässigt hier oben. So, wo bringen wir die Wäsche hin? Ich bin gespannt. Sieht gerade nicht so vertrauenserweckend aus. Amor schläft gerade noch, aber dann müssen wir uns gleich mal auch um ihn kümmern. Ach so, wir schmeißen es hier wieder einfach in den Weg. Das passt einfach immer. Das ist total toll. So, weg damit. Ich packe das hier mal. Hallo? Ich hätte es gerne da reingepackt, aber es will nicht. können wir das da reinpacken? Ja, sehr gut. Dann liegt hier nicht alles so verstreut rum. So, wir sind schon wieder unterwegs und räumen irgendwas weg. Sehe ich das richtig? Wo räumen wir es denn hin? Und wo sind wir überhaupt? Achso, wir waren jetzt nochmal in Tessies Zimmer. Und jetzt bringen wir es weg. Alles klar. Nora bringt jetzt noch die Zeitung weg. Ich weiß noch nicht, warum sie nach ganz nach oben gelaufen ist dafür. Das ist wirklich merkwürdig. so, Schule ist gleich zu Ende. Aber dann kommt ja, glaube ich, auch noch die außerschulische Aktivität. Obwohl, ist die freitags? Ich weiß es gar nicht so genau. So, Mila kümmert sich hier fabelhaft um den Garten. Das ist total toll. So, Bill hat jetzt die Wäsche irgendwo hingebracht und keiner weiß wohin. Ach so, hier. Okay, dann können wir auf jeden Fall mal Wäsche waschen gehen. Bill, das schaffst du. Amor schläft weiterhin. So, wo ist Nora jetzt? Ach so, Nora macht jetzt hier unten alles. Sehr schön. Wir haben außerdem Becky kennengelernt. Alles klar. Dann können wir auch mal mit Freunden quatschen. Wir müssen nicht nur welche finden. Mir ist egal, was die anderen denken. Ich finde dich heiß. Okay. Da hat Amanda wohl einige Verehrer. Auch nicht schlecht. Aber schon Luca hat ja auch seine Flamme. So, wir haben ein bisschen Geld bekommen. Wir wollen uns auch noch für eine außerschulische Aktivität anmelden. Das können wir natürlich auch immer noch tun. Und wir müssen auch noch dringend eine Rechnung bezahlen. Oh, wir müssen uns auch gleich übergeben gehen. Blöd. Gut, dann machen wir das mal so. Dann sollte das zeitlich hoffentlich noch klappen. So, Mila ist noch beschäftigt. Carsten gibt auch noch alles. Und Bill hat sich jetzt hier mittlerweile an Lilly gewandt.
Hallo, kleine Lilly. Oh, und das mögen wir anscheinend nicht. Das ist ja blöd. So, wir können aber auf jeden Fall noch Lilly bürsten. Und die Waschmaschine läuft noch. Dann warten wir mal ab, bis sie fertig ist. So, das ist sie jetzt. Dann können wir die Wäsche in den Trockner geben. So, Lille, was wollen wir denn hier noch alles machen? Wir wollen eine Schildkröte fangen und einen Vogel. Ich glaube, ein Vogel ist wahrscheinlicher, kann das sein? Ich bin mir da nicht so sicher. So, Amanda ist zu Hause. Das heißt wahrscheinlich, dass die außerschulische Aktivität heute nicht ist. Genau, immer Montag und Mittwoch. Wir müssen aber dringend Hausaufgaben machen. Deswegen machen wir das jetzt mal gleich als erstes. Und im Zweifelsfall können wir dann immer noch Fernsehen gucken. So, schon Luca liest sein Buch oft auf der Bank. Das ist auch total toll. So, Wäsche ist drin. Dann räumen wir das hier gleich mal wieder weg. So, unsere Waschmaschine ist kaputt. Echt jetzt? Das ist ja ungünstig. Oh, Nora übergibt sich erstmal fett. So, das reparieren wir dann mal. So, Nora geht es wieder besser. Sehr schön. Nora, dann kannst du auch gleich mal auf Toilette gehen, wenn du schon mal da bist. Und dir was zu essen schnappen. China-Pfanne geht da auf jeden Fall klar. So, Mila, du musst zwar deine Pflanzen abbrechen hier. Oh, da ist Tessie auch schon am Start. Eigentlich, Tessie, wollten wir gerade eine Runde kuscheln, aber dankeschön. Gut, dann machen wir hier erstmal den Käfig sauber und warten, bis Tessie wieder verschwindet. Tessie entführt unser Kind. Tessie, hör auf, uns zu entführen. Tessie, wo willst du mit uns hin? Tessie? Tessie ist eine arme Irre. Tessie wird uns entführen. Oh nein, Tessie, was hast du mit uns vor? Echt, hatten wir so viel Geld übrig? Ich habe keine Ahnung mehr. So, wo ist Amor hin? Oh, Amor liegt jetzt auf dem Fußboden. Achso, wir haben auch Geburtstag. Vielleicht wollte uns Tessie nur helfen. Das kann natürlich auch sein. Okay, Tessie, du bist keine arme Irre. Tut mir leid. Ja, das grenzt ja manchmal hier schon an Kindesentführung, ne? Da muss man vorsichtig sein. So, da einmal füttern. Hier müssen wir nicht füttern. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir uns hier nochmal schnell frisch machen. So, haben wir unsere Hausaufgaben schon fertig? Nein, haben wir noch nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht mal angefangen. Oder? Haben wir doch fertig? Doch, haben wir doch fertig. Mein Fehler. So. Da ist gerade ein organisatorisches Problem im Gang. So, da wurde aber nachgefüllt. Sehr schön. Dann kommt unser Kind vielleicht auch irgendwann wieder hier ins Dingel. Hilfe, herrje. So, Bill ist soweit auch fertig. Bill, du kannst dann hier mal die Betten machen und dich dann versuchen, wieder zu deinem Sohn zu begeben, wenn Tessie ihn dann rausrückt. So, Nora hat das jetzt hier auch fertig. Sehr schön. Nora, du kannst dann mal duschen gehen. Ist die Waschmaschine jetzt repariert? Sehr schön. Dann können wir hier einmal die Pfütze aufwischen. Und Carsten hat soweit den Garten gepflegt, wie ich das sehe. Sehr, sehr schön. Dann kann Nora eigentlich mal ein bisschen was Neues anpflanzen. So, wir können hier aber mal ausräuchern, säubern, ausräuchern, füttern, ausräuchern und ernten. Carsten, du schaffst das. Sei stark. Gut, Mila ist jetzt hier am Duschen noch. Muss aber auch dringend Soziales kriegen. Ach, Herr Jemini. Wir holen uns dann hier mal ein Pilzomelett. Amanda holt sich Spaß. Schon Luca liest immer noch das Buch und müsste dann auch mal was futtern. Obwohl, ich glaube, der gegrillte Käse ist schon älter. Ich bin mir gar nicht... Nee, nee, die Hotdogs sind älter. So, Bill, holst du dir jetzt dein Kind? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Na, Bottbau brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sehr gut. Läuft hier. Dann können wir auf jeden Fall auch nochmal spielen. Ja, unserem Kind geht es ja soweit auch echt gut. Ich weiß, das ist irgendwie blöd, aber wir werden Amor mal da in der Mitte absetzen. Weil Amor wird ja auch bald älter und so haben wir Amor auf jeden Fall auch im Blick. Und alles wird gut. So, wir müssen auch noch das Klo entstopfen. Ach ja, läuft hier. was macht Nora denn jetzt? Wurfscheibe spielen? Wir spielen jetzt nicht Wurfscheibe. Du kannst dich mal mit Mila unterhalten. Was hältst du denn davon? Einmal eine Runde eine Grimasse schneiden? Da freut man sich doch glatt. Weil Mila fühlt sich sehr, 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 sehr einsam. So, jetzt können wir hier mal auf Toilette gehen. Und was trinken müssen wir an der Stelle auch noch. Können wir dann eigentlich auch hier machen. So, Dalle. Schaut mal, wir können eigentlich auch mal ein Elixier schmeißen. Weil wir sind ja hier gerade freundschaftsmäßig nicht so krass unterwegs. So, Dalle. Und dann schmeißen wir mal hier unser... ja, war doch das Glas. Ich habe da immer
ein bisschen Angst. Mal auf Nora, dann ist doch unsere Freundschaft hoffentlich auch wieder besser. Kapuff! So, und ruckzuck waren wir wieder Freunde. Sehr, sehr schön. Spukverwünschung. Kann auch mal ein Glückszauber auf Nora wirken. Vielleicht freut sie das. Wollen auch einen Liebeszauber auf sie wirken. Mensch, was wir nicht alles wollen. Faszinierend. Da scheint sich Nora sogar tatsächlich zu freuen. So, Nora braucht auch ein bisschen Spaß und kann sie sich mal hier mit zum Fernsehsender setzen. Und wir können unsere gute Mila hier auch gerne mal küssen. Yay. Und wir können auch mal... Ich wollte gerade auf Baby machen, aus Reflex klicken. So, und dann wollten wir was trinken. Genau, das wollten wir eigentlich machen. So, Mila ist soziales mäßig immer noch nicht so auf der Höhe. Scheint immer noch ein bisschen zu schwanken. So, Gianluca hat jetzt auch fett gefuttert. Dann kann Gianluca... Jawohl, Gianluca wollte sich auch nochmal für eine außerschulische Aktivität anmelden. Da können wir auch ruhig nochmal gucken, ob wir da was finden. Was uns da auch noch... Ich weiß nicht, würde ihm Theater vielleicht gefallen? Wir gehen mal in den Theaterverein. Vielleicht gefällt Gianluca das ja. Außerdem wollte er sowieso Charisma und so lernen. Dann können wir hier mal das Bett noch von Tessie machen und schlafen gehen. So, Dalle. Mila möchte hier immer noch ein bisschen mehr Soziales. Dann können wir mal einen koketten Witz machen. Und nochmal ein bisschen knutschen. Und vielleicht nochmal einen schüchternen Kuss. So, nein, Bill, du musst warten. Das kann ja noch ein bisschen dauern. Deine Frau braucht dich, obwohl es ist ja noch nicht deine Frau. Das wollen wir noch ändern. Ah, oh, Brutzeltag! Tessie hat uns unser Brutzeltagskind entführt. Jetzt liegt sie da oben im Kinderzimmer, aber ist ja an sich auch nicht verkehrt. Brutzeltagskind! 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 Die Tage sind vergangen wie im Flug und Amor ist jetzt ein Kleinkind. Er braucht immer noch jede Menge Aufmerksamkeit, aber kann auch schon grundlegende Fähigkeiten wie Laufen und Sprechen erlernen. Was er in diesem Alter lernt, ist sehr entscheidend für seine künftige Entwicklung. Ah! Hallo, du musst dich umdrehen, Häschen. sonst sehen wir hier nicht viel. So, Amor ist also älter geworden. Und Amor ist athletisch und mürrisch, das hatten wir ja gesagt. Und Amor steht auf rosa Filetsteak und Französisch. Ja, bei so viel französischer Musik braucht man sich gar nicht wundern, dass Amor da Französisch mag. Und ist von Sternzeichen her Löwe. Gut, bei dem ganzen Rosa hier in dem Raum braucht man sich eigentlich auch nicht wundern, dass Amor auf rosa steht. Und seine Mutter trägt auch nur rosa. Das, ist ein Zeichen, sage ich euch. So, haben wir jetzt eigentlich hier eine Toilette in dem Zimmer? Haben wir auch nicht, ne? Das muss ich auf jeden Fall gleich nochmal nachholen. Wir können aber so lange hier mit dem Dingel spielen. So, das machen wir mal schnell. Dann sind wir da schon mal ein bisschen aus der Richtung gelaufen. So, wir können hier noch einmal kurz verliebt uns umarmen. So. Bevor unser guter Bill hier geht. Oh, Bill ist voll müde. Das ist ja blöd. So, wir müssen aber definitiv zur Arbeit. Und, ja, wir können es ja heute einfach mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Uns hetzt ja hier auf unserer Stufe niemand mehr. Und eine Gehaltserhöhung gab es auch erst. So, wir hoffen, Amor wird ein Genie und wir wollen Amor das Sprechen beibringen. Starlight, wo bist du? Wir müssen dich dringend bürsten. Wir müssen uns den Wunsch hier mal eben erfüllen. Starlight, komm mal runter. Wir können ja in der Zwischenzeit, den Napf müssen wir auch nicht füllen. Mensch, irgendwie müssen wir hier gar nichts machen. Okay, wir warten einfach. So, Nora ist spaßmäßig voll, das ist sehr schön. Dann können wir Nora auch gleich mal ins Bett schicken. So, Amanda muss noch dringend was futtern. Amanda, dann holst du dir jetzt hier mal was zu essen, bitte. So, Amor spielt immer noch mit seinem Spielzeug. Gianluca ist schon auf dem Weg zum Schlafen. Nora jetzt auch. So, Carsten muss sich hier mal noch ein bisschen erholen. Und dann auch noch mal was futtern. Okay, Amanda, sag ich schon, Mila geht's gut. Cool, so, dann bürsten wir hier einmal. Warum? Mit wem wollte ich gerade nochmal Starlight bürsten? Ach so, mit Bill. Mein Fehler. Okay, machen wir halt mit Mila. Das habe ich gerade irgendwie voll verplant. Aber kann auf jeden Fall nicht schaden, Starlight auch nochmal zu bürsten. Da freut sich Starlight auf jeden Fall. So, und dann können wir mit Starlight mal das Katzenklo benutzen, aus dem Napf fressen und hier eine Runde kratzen gehen. Oh, selbst beim ruhiger angehen lassen steigt die Arbeitsmoral hier. Total toll. So, Amanda, nach dem Essen kannst du auch nochmal auf Toilette gehen und duschen.
So, und dann schlafen gehen. So, und jetzt machen wir hier mal schnell noch das Kinderzimmer startklar für unseren kleinen Amor und für das Kind, was noch kommen wird. Denn unsere gute Nora ist ja auch schwanger. Hihi, voll toll. So, Kindersachen. Die Kleinkind-Gehhilfe könnten wir rein theoretisch auch mit reinpacken hier. Machen wir gleich nur blau. Muss hier nur irgendwie richtig passen. So, dann brauchen wir halt noch das Töpfchen. Könnten wir auch das Tiertöpfchen nehmen. Das finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Ja, das Problem ist, dass alles hier ein bisschen voll ist. Wir haben irgendwie gar keinen richtigen Platz. Das ist äußerst ungünstig. Ich werde einfach mal, solange hier kein Kind groß wird, das Bett hier rein verstellen. Und dann werden wir einfach mal die Sachen, die wir momentan brauchen, so verwenden. Ich glaube, das ist an sich eine ganz gute Idee. Solange das halt so noch passt. Wir können hier auch noch den Wickeltisch mit reinstellen. Das finde ich an sich eigentlich auch echt gut. Dann sparen wir uns da auch vielleicht ein bisschen Kraftaufwand. ja, die Starthilfe Laufstall. Ach Mann, wir haben einfach nicht genug Platz hier in dem Zimmer. Weil ich alles irgendwie mit Sitzgelegenheiten vollgestellt habe. Das ist ja ärgerlich. Ja gut, aber können wir gerade nicht viel machen. Ich packe mal das hier einfach so hier hin und das da hin. Und dann passt das hoffentlich irgendwie. So, dass wir hier auch mit der Gehhilfe durch die Gegend wandern können. Ja, Teddy zum Kuscheln haben wir hier auch. Da haben wir den Hasen. Dann passt das erstmal so weit, würde ich sagen, oder? Lassen wir das einfach erstmal so. Können ja noch ein Mobile hinhängen. Dann ist das vielleicht auch nochmal ein bisschen freundlicher. So, dann färben wir das Ganze mal schnell ein. So, dann haben wir hier ein kleines blaues Mobil. Den Topf können wir auch noch so gestalten. Obwohl, da brauchen wir offensichtlich ein bisschen mehr Blau. Nehme ich mir jetzt einfach mal so. So, machen wir das mal so. So, so, so. Ja, ihr habt mich letztens auch darauf angesprochen, wie oft ich denn so sage. Ist ja auch was sehr Neues bei mir. Ist ja mein Standardwort eigentlich. Aber ich sag euch mal, wenn ihr die ganze Zeit immer hintereinander weg Aufgaben erledigt, wie bei den Sims hier zum Beispiel, immer das und das und jetzt und noch das und dann kommt es ganz automatisch, dass man irgendein Wort, bei mir ist es nun mal so, oft sagt. Also wenn ich normal rede, dann sage ich weniger so, als wenn ich Let's Play. Also nicht, dass ihr denkt, ich rede immer so. So. Ja, wollte ich nur mal erwähnen. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall das Zimmer hier ganz schön umgestaltet. Dann können wir uns auch noch mal ein bisschen mit Amor beschäftigen. Und zum Beispiel mal in die Luft werfen. Das fände ich ganz schön. Hallo Amor. Amor ist jetzt ein Kleinkind. Das ist voll süß. Ja, hallo. Ah, voll niedlich. Oh. Mila kriegt das immer noch nicht gebacken mit dem Kinderhalten. Das ist nicht gesund. Ja, wir können ja auch noch hier eine Runde kuscheln. Freundschaftlich sind wir hier auch schon echt gut unterwegs. Heilige. Wie geht's Amor eigentlich? Wir könnten Amor auch auf dem Boden füttern, aber ich würde gerne Amor beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Das ist sehr gefährlich hier mit Mila. Sehr, sehr gefährlich. So, Bill ist immer noch schwer beschäftigt, aber Bill kann danach hier auf jeden Fall mal ins Schlafzimmer verschwinden und schlafen. Was haben wir denn gerade geschafft? Ich bin verwirrt. So, Carsten muss immer noch dringend was essen. Warum hat Carsten noch nichts gegessen? Verwirrung? Groß? Okay, immerhin ist das Klo sauber geworden. Dann essen wir hier mal noch gegrillten Käse. Oh, wir kriegen langsam den Kühlschrank leer. Sehr gut. Nora hat ihn... Ach so, Nora ist gerade rund geworden. Ah, Nora, wuhu. Voll toll. Schlafen gehen. Nee, aber echt jetzt, voll toll. Oh, es ist immer noch schlecht. Blöd. So, aber wir haben gelernt, aufs Töpfchen zu gehen. Das ist voll super. Aber wir können Amor jetzt mal hier auf dem Boden füttern. Amor, einmal kurz warten. Du bekommst eine Flasche. So, sehr schön. Und wir können hier mal das Töpfchen lernen. Sehr gut. Dann läuft das ja hier schon mal nicht schlecht. Schlafen können wir irgendwie nebenbei nicht. Das ist auch irgendwie ungünstig. Carsten, was ist denn los, dass du hier nicht essen willst? Bist du so müde oder was? Achso, er hat sich gerade verwandelt, deswegen. So, Nora ist überglücklich und Carsten schiebt hier erstmal Fettpanik.
So, Amanda schläft auch. Alle sind hier eigentlich relativ glücklich. Sehr gut, dann können wir ja hier schon mal anfangen, ein bisschen Logik zu lernen. So, Mila, hast du das jetzt weggeworfen? Achso, Nora geht sich übergeben. Und Mila schmeißt irgendwo was weg, wo ich nicht weiß, wo sie hinrennt. Komisch. Ist hier unsere Müllpresse kaputt? Nee, aber ich glaube, wir müssen einfach mal den Müll rausbringen. Und dann können wir hier noch auf Toilette gehen und schlafen. So, Lilly, du musst hier aber mal aufstehen, sonst wird das hier, glaube ich, noch ungünstig. Mit dem Zusammenschlossen, Zusammenschlafen, schlossen. Bill hat den Job erledigt und stolpert auf dem Rückweg über ein Schmuckstück, das er in die eigene Tasche steckt. Was haben wir denn da in die eigene Tasche gesteckt? Wow, Alter. Ja, das ist Bill, weißt du. Bill gönnt sich hart. Und schon haben wir ein bisschen Money in der Tasche. Ja, Mila geht dann schlafen, Bill auch. Sehr schön. Nora ist hier an der Stelle fertig, könnte aber gleich nochmal auf Toilette gehen, was das betrifft. So, Carsten muss auch dringend ins Bett. Carsten, komm doch nach oben und schlaf einfach. Alles wird gut. So, Hausaufgaben sind hier alle erledigt. Das sieht soweit ganz gut aus, außer wie immer bei Gianluca. Bei Gianluca vergesse ich das irgendwie immer. So, und Oma ist auch glücklich. Mensch, was für eine Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, dass wir uns nicht hoffentlich auch beim nächsten Mal wiedersehen. Und dann bis Dani und ciao.